Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Beyond. Inzwischen glaube ich sogar die 10. Folge von unserem Let's Play auf dem Multiplayer-Server. Und ich habe mir Gedanken gemacht und Gedanken gemacht und jetzt ist es mir eingefallen. Wir gehen einfach in eine andere Dimension. Also, wieso sollen wir denn hier unsere Welt verschandeln? Ich habe übrigens hier den Weg fertig gemacht. Wenn wir die Möglichkeit haben, in eine andere Dimension zu gehen und dort unser Bilderblock aufzustellen. So, wir haben nur ein Problem, unser Inventar ist voll. Aber dann machen wir das einfach so, wir nehmen den Tisch hier in die rechte Hand. Und ich habe es ja schon mal offen, Portalframe für Dimensional World braucht dieses Mining Tool, Multi-Tool, genau. Und das kriegen wir so mit ein paar Blöckchen hier, mit Stone Bricks, Flint and Steel, Stone Pickaxe und einem Stick. Und wenn wir das haben, können wir hier im Crafting Menü, dachte ich, lass mal kurz gucken. Hä? Ich dachte, das geht so. Ach, die müssen gechiselt sein, oder wie? Zum Glück haben wir die Chisel da. Machen wir da halt. Oh, da haben wir noch was zwischengeparkt. So. So, Chisel haben wir da. Dann probieren wir es jetzt nochmal. Ups. Und jetzt funktioniert es. Hier haben wir. Oh, der reicht bloß für 20. Okay. Auch nicht schlimm. 20 sollten nämlich trotzdem reichen. So, Moment, da haben wir. Chisel brauchen wir jetzt gerade nicht. So, gut. Also. Da ist irgendwas in meinem Haus. Oder unter meinem Haus. Schauen wir mal. Eine Spinne! So, gehen wir noch schnell schlafen. Und dann gehen wir dieses Portal aufbauen. Und zwar kommen meine Portale hier in den Tempel rein, weil der soll ja auch einen Zweck haben. Hier in dieser Ecke haben wir nämlich schon das Nether-Portal, da waren wir bisher einmal. Und hier habe ich Platz gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich da auch einen Flint and Steel brauche. Aber den müsste ich noch hier haben. Und das Häschen hier hat sich irgendwie verlaufen. Nein. Irgendwo habe ich einen Flint and Steel, aber ich weiß nicht mehr wo. So, dann lass uns mal gerade gucken. Ich weiß allerdings sogar nicht mal mehr, ob wir irgendwo noch mal ein Portal bauen müssen. Hier habe ich einen. Ich lasse mal das Bronze. Ja, ich lasse es hier. Ne, ich lasse was anderes hier. Ich lasse den Chisel hier. Wir haben Builderswand dabei. Weil ich möchte dort auch gleich irgendwas bauen, dass man sieht, das Portal gehört zu mir. Deshalb, Moment. Da war noch irgendwas, was ich mitnehmen wollte. Diese 10. Weil ich weiß nicht, ob ich dort auch ein Portal bauen muss. Oder ob da so wie im Nether einfach eins erstellt wird. So, dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Nein. Brauchen wir dann nochmal dieses Multitool? Ach, das ist jetzt wieder ein bisschen doof. So, und wie ihr seht, wir laufen hier auch wirklich schon schneller. Und deshalb, genau deshalb habe ich das hier hingebaut. So, dann müssen wir dieses Multitool nochmal bauen. Zwei Blöckchen haben wir noch. Oh, ich habe keinen Platz. Ein
Eisen. Dann, Moment, das Eisen kommt hier hin. Brauchen wir nochmal einen Flint. Es kann nämlich sein, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es einmal, habe ich die Dimension gebaut gehabt. Vorbei. Kein Stick mehr, nichts mehr. Auch hier. So, machen wir die Spitzhacke. Und dann brauchen wir noch ein Stöckchen. So. Ich hoffe mal, dass ich das damit anzünden kann. Also das Portal. Sonst weiß ich gerade gar nicht, wie ich da weiterkomme. Aber somit haben wir eigentlich auch die Welten getrennt und das finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Oder ist das zu klein? Nein, so, hier. So, und dann müssen wir sneaken und dann wird die neue Welt generiert. Leck. Ich warte gerade noch ein bisschen, bis die ein bisschen geladen hat. Aber es sieht ja schon ganz nice aus. So, dann bauen wir hier gleich so eine kleine Area. 2, 3, 4, 5, 6. Nee, so groß brauchen wir das gar nicht. So. Das war eigentlich der falsche Block. Wo ist er denn? Den hier brauche ich. Hm, 2, 4. 2, 4. 4, 2, 4. Na, warum spinnt die Maus jetzt? Gut. Ja, ich weiß, ich halte mich gerade wieder mit was auf. Aber das muss so sein bei mir. Muss ja schön aussehen. Und vor allem, wenn ich das aus Sandstein mache, dann werden die mit Sicherheit alle gleich wissen, oh, da geht's zu Varuna MC. Das ist auch gut. So. Ah, wir haben jetzt eine Sache vergessen, die müssen wir hier vielleicht craften. Fällt mir gerade ein. Mal wieder. Oh, das geht sogar. Zack, fertig. Na, sieht doch cool aus. So, jetzt kommen noch diese Blöckchen hier. So, so. So, einfach so ein kleiner Bunker, böse gesagt. Gut, mehr möchte ich hier jetzt auch gar nicht machen. Wir machen das nur kurz so und fertig. So, jetzt habe ich gesagt, ich muss wahrscheinlich was craften. Auf jeden Fall brauchen wir hier ein Crafting Table, deshalb hole ich mir da hinten kurz das Bäumchen. Maplewood. Warum verschwindet das? Warum kann ich das nicht aufsammeln?
Und gut. Dann machen wir hier noch kurz was. So, jetzt ist nämlich dieser Bereich so weit ausgeleuchtet, dass wir da ungestört entlanglaufen können. Ach, Moment, dann bitte. Hier kein Platz im Inventar. Gut, jetzt können wir hier noch. Was wollte ich denn machen? Crafting Table und dann wollte ich irgendwas noch bauen. Egal, wir werden jetzt hier mal. Gut so, okay. Diese Maschine aufstellen. Daneben eine Capacitor Bank. Dazu noch eine Capacitor Bank. Na, er hat auf jeden Fall Strom gekriegt, das ist schon mal sehr gut. Und dann platzieren wir hier die Solarzellen dran. War falsch. Das war auch falsch. Was soll denn das? Hier gibt es Schweinchen ohne Ende hin. Was machst du denn, Mann? So, da noch, da und da. Und dann machen wir hier einfach noch zwei dran. Das ist auf jeden Fall schon ziemlich praktisch, dass wir hier, oh, interessant, dass wir hier gleich noch ein paar Sachen machen können. So, der hier lädt sich auf, der hier lädt sich auch auf, das passt alles. Ah, ich weiß wieder, was ich machen wollte. Muss mal gerade hier ein bisschen umräumen. Falsche Richtung. Ah, ein Bett haben wir zum Beispiel nicht, aber wir haben hier Schafe. Warte mal. Zum Glück haben wir das Holz noch nicht verbraucht. Ich hoffe mal, dass man hier schlafen kann. What the hell? Alter, was war denn das? Warum? Warum? Was war da los? Hier darf man also nicht schlafen. Dann hoffe ich mal, dass die Zombies nicht herkommen. Okay, wir brauchen hier auf jeden Fall noch was. Erstmal lieber. Hier kann man also kein Bett hinstellen. Das ist gut zu wissen.
ein bisschen Angst. Solarzellen stehen, steht alles soweit. Dann gehen wir mal. Oh, warum kann man hier nicht pennen, Alter? Ich hab's vor allem gar nicht gerafft, was da los ist. Gehen wir mal wieder nach Hause. Okay. Also Fakt ist, man kann in der anderen Dimension nicht schlafen. Oh. Das war ein kleiner Leck. Aber ein kleiner großer. So. Guck mal, ob ich hier schlafen kann und ob das die Dimension verändert. Wahrscheinlich aber nicht. Ich wollte noch einen Mülleimer bauen. Ich brauche noch einen Mülleimer und noch einen Mülleimer. Oh, oh. Ja, komm, stirb, stirb, stirb. Arsch. Mann, hat er mich erschreckt. Fast so gut wie das Bett. Also Mülleimer und noch so eine Dingsdarm. Dann haben wir wieder kein Holz. Mist! Wir haben gar kein Holz mehr. Oder habe ich da was übersehen? Ja, hier. Wir brauchen nämlich noch eine Chest. Einen Itemfilter brauchen wir noch. Itemfilter und eine Trashcan. Trashcan. Stone, Cobblestone. Haben wir da und wir brauchen noch eine Chest. So, Open Stone. Da, Cobblestone. Und der will wirklich wieder einen gechiselten haben. Mann, Mann, Mann. Die Chisel habe ich jetzt irgendwo hingelegt und habe sie nicht dabei. So ist das. So, wir brauchen 3 Chisel Stone und 1, 2, 3, 4 von dem. Weil wir haben ja gesagt, wir wollen den Cobblestone hier gar nicht drin haben. Cobblestone brauchen wir hier auch nicht so. Wir bauen hier mit Sandstone. Wenn ich doch mal ein Kabel brauche, dann kann ich mich immer noch an die anderen wenden. So, wo habe ich jetzt Chisel hin? Hier. Immer noch Sandstein drin. So. So. Habe ich ein Kabel von so. Nein. Hä? Ich brauche eine Oakwood Chest, das ist nicht wahr, oder?
Ich hab doch den Stone gechiselt. Was wollten ihr von mir? Hier, nehmen wir halt das. Kann doch nicht sein, dass das so einen Unterschied macht zwischen den verschiedenen Chiseln, Alter. Okay, gut, dann haben wir das auch. Können wir jetzt wieder in die Dimension gehen. Es wird natürlich noch schön gebaut hier. Wenn man bei uns schläft, hat es wohl auch Auswirkungen auf hier. So sieht es zumindest gerade aus. So, also. Die kommt hier drauf. Da ist eine Hexe. Da ist ein Creeper. Okay. So, jetzt kommt die Ender denn hier, der dahin. Hier ist Insert und hier ist Extract. Always active. Und dann machen wir hier, holen wir uns kurz ein bisschen Cobblestone. So zum Beispiel. Und der wird hier gewitelistet. Dann sollte er allen Cobblestone, der da reinkommt, in die Ender Chest, sollte er gleich wieder hier raushauen. Der 10 Millionen Energiespeicher. Ein Stick braucht man noch. Ach Mensch. So weit wegspringen. So, Moment, den können wir auch mal hier noch dran pflanzen. So, dann brauchen wir einen Stick. Den machen wir da dran. Und dann gucken wir mal, was der jetzt macht. Nichts macht er. Ich kenne mich hiermit null aus. Deshalb müssen wir hier einfach ein bisschen rumprobieren. Beziehungsweise werde ich mir bis mit. Ich habe irgendwas gelesen von Card. Wahrscheinlich gibt es hiervon irgendwas. Na, wie heißt dieser Mod? RF-Tool. Was? Ja, RF-Tools. Also von hier werden wir irgendwas brauchen, dass dieser Builder funktioniert. Ich werde mich informieren und werde es in der nächsten Folge reinhauen. Bis dahin sollte auch Controller. Bis dahin sollte auch klar sein. Oder sollte auch die Energie hier noch ein bisschen deutlich mehr sein? Wir haben schon 2,6 Millionen. Aber ja, ich denke, bis dahin wird man wissen, was los ist. Und wir sehen uns dann wieder. Ciao!